Also wir sind heute zur Bergung gerufen worden. Hier hat sich auf der A72 Fahrt Richtung Hof, ca. 500 Meter nach der Auffahrt Zwickau Ost, ein LKW-Unfall ereignet. Man sieht es hier im Hintergrund. Es ist also ein Kühler umgefallen, der ist mit Schweineköpfen beladen, wie sich jetzt herausgestellt hat. War das als Tierfutter oder sollte Tierfutter eben werden. Wir haben dann gegen 6.30 Uhr ist der Unfall geschehen. Wir haben gegen 8 Uhr die Beauftragung erhalten, haben dann eine kurze Dauer gehabt, bis der Havariekommissar hier eingetroffen ist. Da war also über die Polizei schon verständigt worden. In Absprache mit dem Havariekommissar haben wir uns jetzt für eine Ladungsbergung entschieden, die im Grunde genommen zur Tierkörperverwertungsanlage Richtung Meißen geht. Es ist also so, dass jetzt über den Zeitraum oder schon vom Zeitraum des Unfalls bis zum Zeitraum, wo wir hier eingetroffen sind, im Grunde genommen zu viel Zeit verloren ist. Demzufolge sind wir von den Temperaturen jetzt zu hoch und das kann jetzt also nur noch verwertet werden. Es handelt sich wie gesagt um Schweineköpfe. Der Sattelzug ist voll ausgeladen. Wir werden jetzt die Bergung mit einem Teleskopstapler machen, also die Ladungsbergung. Das geht dann in den Schubbodenauflieger und wird dann eben im Anschluss in die Tierkörperverwertungsanlage gefahren. Wir sind heute Vormittag mit auf die Autobahn alarmiert worden zu einem LKW-Unfall. Da ist eine größere Menge Diesel ausgetreten. Wir sind dazu bestellt worden, diese Menge aufzufangen. Ca. 550 Liter Kraftstoff wurden durch uns umgepumpt in diverse Behältnisse. Aktuell läuft die Bergung des havarierten Fahrzeugs. Wenn diese abgeschlossen ist, werden wir dann noch eine Erdreichsanierung durchführen. Quasi alles, was dann nach der Fahrbahnreinigung und nach der Bergung sich im Bankett der Autobahn befindet, werden wir dort auskoffern und mit neuen Frostschutz verfüllen und wieder final einbauen.